Zurück zu einer neuen Folge Slime Ranger. Wir wollen dieses große Türchen öffnen, was wir gesehen haben. Deswegen werden wir uns jetzt noch die fehlenden Schleimkackehaufen holen. Los, friss, genau. So, wir brauchen ein orangenes. Wir brauchen ein Knallslime-Kacke-Häufchen. Haben wir da noch eins drinnen? Nein. Haben wir bei denen hier noch eins drinnen? Ja. Das brauchen wir auf jeden Fall. Haben wir hier mehr als nur ein Huhuhuhuhun? Ja. Dann können wir uns auch gleich das nächste holen. So. 1, 2, 3, 4. Genau. Und ich glaube, wir brauchen noch ein Wasserslime-Teil, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann ich mich jetzt aber irren, das werden wir aber herausfinden. Aber wir holen uns jetzt einfach mal eins. Jetzt könnte ich mir selber einen Arsch treten, weil ich die so weit weggebracht habe. Aber gut, lässt sich nicht vermeiden. Und ich weiß auch nicht, ob es das Richtige ist, was noch benötigt wird. So, nein, hier gab es keinen Teleporter. Aber hier gibt es einen. Wo bin ich? Hilfe, wo bin ich denn jetzt? Bin ich hier richtig? Nee, hier... Ey, da war die Katze! Gut, da waren wir auf jeden Fall falsch. Wir müssen nach da hinten. Wir haben immer noch 15.000 Gold. Ich weiß gar nicht, was ich mir noch alles kaufen soll. Aber wir haben ja... Stimmt, wir haben ja neue Sachen freigespielt. Neue Baupläne. Die könnten wir eigentlich auch mal anwenden. So. Vielleicht finden wir zwischendrin auch noch so eine grüne Kapsel zum Öffnen. Wäre natürlich nicht schlecht. Hier spawnen keine Wasserslimes mehr, ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, so ist es nach. Wir schalten auf jeden Fall auf Wasserschuss um. Falls uns da so ein paar Überraschungen erwarten sollten. Ne? Boah, Alter, ernsthaft? Vor meinen Augen? So, einmal hier hinterm Skelett lang. So viel habe ich mir noch größtenteils gemerkt. So, da war der Teleporter. Und irgendwo hier war das doch jetzt. War das hier oben die Höhle? Ich hoffe es einfach mal. Ja, richtig. Geil. Hier war einer. Ja. Der sieht merkwürdig aus. Wir gucken erst mal nach den ganzen anderen. Wo sind die? Hallo?
Nein, Katzenslime, scheiße! So, das erkenne ich hieran, das ist Honig. Ja! Wir müssen uns noch ganz schnell einen Katzenslime-Dings besorgen. Das muss jetzt einfach sein. Ich will das heute in der Folge vollkriegen. Geht weg von mir. Hühnchen, herkommen. Ich brauche so ein Katzenslime-Teil. Oder irgendein, der so ein Ding auskackt am besten. Da ist was Böses geworden. Was Böse geworden. Uah, hier auch. Aber das ist mir gerade herzlichst egal. Wir wollen ein Katzenschleim-Kackehäufchen. Und das will ich ernsthaft jetzt haben. Das war blau. Scheiße, da müssen wir uns bei uns eins besorgen. Mist. Oh, die haben wir noch. So. Da lang. Ich bin gespannt, was hinter dem großen Türchen ist. So. Nebenbei mal in den Discord gucken. Da ist wieder irgendwas los. Ja. Irgendwas, was ich jetzt nicht definieren kann. Geil. Ja, muss ich nach der Aufnahme mal reingucken. Oh, wir haben es noch geschafft. Läuft. Irgendwie, mein Kaffee steht mir hier im Weg. So. Da wollen wir doch mal gucken. Hier oben ging es, glaube ich, lang. Ja, hier ist das Skelett. Hier den Weg entlang. Einmal hier hoch. Einmal hier runter. Und da drüben ist die Höhle. Oh, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ein Endgegner. Ein Mega, keine Ahnung was, Slime. Oder, ja, keine Ahnung, da oben war das Katzen-Slime-Gedöns. So, eins noch. Wo ist der? Wo ist der Kopf? Komme ich hier irgendwie hoch? Nein. Hä? Wo soll denn der Kopf bitteschön sein? Ist das der hier? Tatsache! Yay! Sesam, öffne dich! Ja.
geil. Das sieht recht nice aus hier. Antike Ruinen. Was ist das? Ja. Wir gucken uns erst einmal um, bevor wir dort in das Loch reingehen. Das sieht richtig nice. Goldslime! Ein Quantenslime! Was auch immer das ist. Sieht aber geil aus. Rein mit dir. Rein mit dir. Ein Arschloch! Das? Keine Ahnung. Aber wir haben eine neue Slime-Sorte entdeckt. Das gefällt mir. Und hier ist noch ein Schatz. Wehe, da kommt jetzt was raus, was ich einsammeln muss. Nein, Sonnenglanzbaum. Das brauche ich nicht. Hier ist eine verschlossene Tür. Geil. Also ich muss sagen, die Ecke hier gefällt mir recht gut. Keine Ahnung für was das ist. Das lassen wir auch erst einmal zu. Hier ist das nächste. Nee, gut, die müssen wir ja alle aktivieren. Geht ja nicht anders. Was bist du? Steinhuhn kann weg. Oh. Keine Ahnung, für was das gut ist. Wir nehmen es einfach mal mit. Ich höre böse Slimes. Schick, schick ist es hier. Hier gibt es wieder Wasserslimes. Katzenslimes. Ja gut, da ist sowas Rotes. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. Keine Ahnung, für was das gut ist. Wir nehmen einfach alles mit. Hier ist wir haben die Karte. Gut, das soll eine Wüste sein, wurde mir schon gesagt. Ja, gut. Und stopp mal. Was hast du jetzt aufgemacht? Was bist denn du? Egal. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier. Oh. Nee. Lass das mal offen. Da will ich nicht runterfallen. Nicht unbedingt. Aber die sammle ich gerne noch ein. So, hier ist noch ein verschlossenes Türchen. Da hinten ist so eine blaue Erinnerung. Schön, schön.
Läuft. Ich würde sagen, wir bringen das Zeug hier erst einmal nach Hause. Ja, Hühner braucht man nicht. Hühner haben wir genug. Ach, so ist das. Okay. So, da hinten ist dann das nächste Türchen, für das wir einen Schlüssel brauchen. Das ist dann unser nächstes Ziel. Wir müssen wieder ein paar Gordo-Slimes in die Luft jagen. Jetzt gehen wir aber erst einmal zurück. Oh Gott. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir wieder nach Hause kommen. Aber ich glaube, das war hier irgendwo. Ja. So, die Erinnerungen. Was kann ich damit machen? Hier, Quantum Slimes. Leben in Ruinen. Das heißt, wir werden die hier unten platzieren. Das heißt, dass wir das hier alles wegnehmen. Ach du Heimatland. So. Dann das hier einmal alles absaugen. Das Feld kommt jetzt weg. So, hier. Zerstören. Gehege. Hohe Wände. Fangnetz. Dieser Sammler. Ja, komm, das kaufen wir einfach auch mal. Die drei und rein mit euch. Ihr esst gern Früchte. Okay. Ihr Hühnchen kommt mir hier auch weg. Das alte Huhn können wir hier verfüttern. So und so. Moment mal. Wieso kommen die hier raus? Ey, was soll denn das? Oh. Das ist grad shit. Ne, da lassen wir die Hühner hier drinne. Vielleicht kann mir mal jemand erklären, was hier gerade los ist. Also wenn mir jemand erklären kann, warum die hier ausbüchsen, dann schreibt es mir bitte umgehend in die Kommentare. Weil das macht mich jetzt ein bisschen stutzig. Ja gut, dann war es das auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.